Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Was sagt unser Clay? Achso, der war ja drin. Ich bin irgendwie noch nicht ganz wieder drin. Ach du Scheiße, was haben wir denn alles in der Tasche? Wow. Ja, ich würde sagen, da ist kein Platz. Verdammt. Achso, wir hatten den Weg in der letzten Folge gemacht, ne? Stimmt. Waren wir da eigentlich fertig geworden? Ich habe keine Ahnung. Hier ist noch Gravel. Okay. Gut zu wissen. Wobei ich das eh wieder vergesse. Das ist mir ganz klar. Bricks. Alter Schwede. Hoch? Hä? War ich da jetzt auf den Ding getreten oder was? So, zack. 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 Geil. Und zack. Das gibt doch schon wieder ein bisschen was. Wenn auch lange nicht genug. Warte. So. So. Wo ist da? So. So. Bams. Ein voller Stack. Ja, da kommen wir wirklich noch nicht weit. Ach, Idiot. Wirklich noch nicht weit. Warte. Wir brauchen ja auch Slabs. Fällt mir gerade so ein. So. Mein Skin ist wieder da. Hey, warte. Welche Taste war es? Die. Yay. Okay, durch die Rüstung sieht man nicht so viel von, aber mein Skin ist wieder da. Ich hab's gefunden. Ad Futurum war schuld. Ist eine Einstellung in Ad Futurum, wo ich mir nicht ganz so sicher, wofür die überhaupt gut sein soll. Skin Overlay oder so ähnlich. Schimpft sich das. Die war aktiv und dadurch war der Skin weg. Falsch. So. Muss man erstmal drauf kommen. Ich vermute mal, ich weiß es aber allerdings nicht, dass das was mit den neuen Skins zu tun hat. Dass man in Ad Futurum die neuen Skins damit aktivieren kann. Hier mit den schmäleren Armen und so. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung. Bin auch ganz froh, dass das in Minecraft keine Zwangsänderung ist. Weil ich habe nicht vor, das zu machen. Müsste ich ja meinen Skin neu modellieren. Machen wir das so? Ja, komm. Muss nicht Sinn. Wie weit? Ich meine, da kommen wir eh nicht weit, aber. Komm, die paar hauen wir jetzt noch hier drauf. Das wird hier gar nicht mal so untricky, wenn man den Baum da nicht großartig massakrieren will. Ich glaube, da sollte ich mir sogar noch eine Schere besorgen, dass man da, was man da eventuell zu viel wegkloppt, damit man da was basteln kann, wieder hin tun kann. Wäre jetzt mal so ein Gedanke noch. Weil das kriege ich garantiert nicht hin, dass ich da nur das Nötigste weghaue. Das geht nicht. Haben wir noch eine Schere? Nö. Ja, die hatten wir verbaut. Verbaut, ja. Ja. Die hatten wir kaputt gemacht. Bei der letzten Schafernte. Ich erinnere mich. Na, da. So, schade. Ich hätte jetzt gehofft, wenigstens noch bis hier hinzukommen. Warte und zack.
So, wie machen wir das hier? Was machen wir überhaupt für den Boden hier rein? Das ist eine gute Frage, ne? Ansonsten denke ich hier momentan, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Und was ich mir auch so schon jetzt gedacht habe noch, ich habe ja mal gesagt Theke so und bin dann doch wieder davon abgekommen. Ich denke mir jetzt Theke so. Hier so eine Übereck-Theke irgendwie. Und dann hier Bücherregale. Ja gut, das war ja eh schon gesagt. Das wäre dann vielleicht auch noch denkbar. Aber was für ein Boden? Was haben wir denn an... Oh Gott, wie suche ich denn jetzt am besten die ganzen Blocks raus? Moment mal, es gab doch über ein Tinkers Chisel. Konnte man doch auch noch was machen. Was ist denn das? Okay. Ne, da waren sie doch sogar, die Tinkersteine. Hier sowas? Tinkerschüssel. Könnten wir doch mal ausprobieren. Aus einer Stone Road. Was ist denn eine Stone Road? Auch eine Stone Road ist ein geschüsseltes Stone Brick. Okay. Warte. Dann probieren wir mal aus. Ich habe noch nie mit so einem Tinkerschüssel gearbeitet. Wir haben aber doch sogar ein Obsidian. Oh. Was brauchen wir denn dafür? Ist das hier irgendwo? Da. Ein Handle. Das Handle ist ja fast egal, oder? Ein Stick reinmachen. Dann hat der eine Durability von 89. Eine höhere Durability wäre aber schon cool, ne? Der Slimy. Ich glaube, der bringt da nicht so viel. Aber. Oh doch. Gut, der Speed ist Quatsch, aber komm, scheiß drauf, machen wir. Jetzt ist allerdings Repairmaterial Slime, oder? Ne, Repairmaterial Obsidian. Ja, na gut, ist egal. Zop. Haben wir nicht. Nö, warum auch? Ist ja klar. Ist ja, ne, warum sollten wir auch? Da ist nichts drin. Supp. Ne, das lassen wir. Ach so. Hat er jetzt schon die ersten? Wollen wir ja mal. Ne, natürlich nicht. Komm, holen wir noch ins Deck. Blasen den da schon rein. Oh, da kommen zwei direkt. Wird eh nicht fertig. Doch so. Ach verdammt, da war ja Holzkohle drin, stimmt ja. So. Alter. Da ist so noch drin. Machen wir das so. Und bams. Jetzt müsste da aber schon... Geht nicht. Ich wollte mal testen. Geht nicht. Den Einzelnen rausholen. Es geht einfach nicht. So, jetzt haben wir vier. Das ist dann... So sind es die. Und so sind es die. Ah. Okay. Das ist natürlich vier Stück zum Testen. Ist natürlich jetzt nicht so die Monstermenge, würde ich sagen. Könnte man aber eventuell, ne? Kann man sich das jetzt vorstellen, den ganzen Raum so? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wäre wirklich denkbar.
Nein, hat man nicht hier noch das Gravel drin? Da müssen da Gravel drin. Hat man hier nicht auch noch irgendwo Glas? Da! Da können wir ja ruhig die ganzen Glasblöcke reinballern, denke ich mal. Warte, 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 warte. Da. Und wird schon dunkel. Prima. Super geil. Zack, zack. Ja, finde ich okay. Ich denke mal, muss nicht. Ich habe das jetzt in erster Linie wegen denen gedacht. Da wollte ich die halben Scheiben nicht reinmachen. Aber da finde ich es auch okay. So. Haben wir die schon drin? Eine dunkle Tür, denke ich mir. Die sollten wir vielleicht. Und das vielleicht eins schmäler. Können wir hier auch so ein Vierer machen wie da. Vielleicht, ich weiß es nicht. Na gut. Ist eh schon wieder rum die Zeit. Verdammt. Halt, hoch da. So. Und. Bis morgen!